Radio Classroom 85,11. NMS St. Stephan Obstein. Herzlich willkommen zum Radiobeitrag für April und Mai. Wir starten gleich mit dem Bericht von Antenne macht Schule der zweiten Klassen. Die zweiten Klassen machten einen Ausflug nach Graz zur Antenne Steiermark. Dort bekamen die Schüler eine Führung von den Mitarbeitern und konnten sich einen Überblick vom Studio verschaffen. Sie durften sich außerdem verschiedenste Songs wünschen und waren auch selbst kurz im Radio zu hören. Allen hat dieser Tag sehr gut gefallen. Danke, Kathi. Jetzt hören wir Sophia, die uns über die Projektwoche der dritten Klassen erzählt. Die dritten Klassen waren vom 13. bis 17. Mai in Lachstadt auf Projektwoche. Dort hatten sie jeden Vormittag einen Englisch-Workshop mit Englisch-Tutoren. Dies war sehr spannend, doch jeden Nachmittag spielten sie auch viele Spiele. Natürlich nicht ganz normal in Deutsch, sondern in Englisch. Sehr vielen Schülern hat das American Football gefallen. Sie haben nicht nur Football gespielt, sondern auch viele verschiedene Spiele. Den dritten Klassen hat diese Projektwoche sehr gut gefallen und alle haben viel dazu gelernt. Und jetzt noch einmal Sophia mit dem Bericht über den AIDS-Workshop. Am 24. April hatten die vierten Klassen einen Workshop über die Liebe, speziell über AIDS und Geschlechtskrankheiten. Ausführlich wurde uns von zwei Betreuern alles erklärt, was man wissen musste. Aufgeklärt wurden wir über Geschlechtsorgane, Geschlechtskrankheiten, den weiblichen Zyklus und natürlich über Verhütung und Verhütungsmittel. Es war ein sehr lehrreicher Tag, auch wenn wir vieles schon wussten. Kathi erzählt uns jetzt über das Bewerbungstraining der vierten Klassen. Zuallererst wurden wir freundlich am 11. April beim AMS begrüßt. Gleich danach machten wir viele verschiedene Bewerbungsübungen. Nach einer kleinen Pause filmte uns die Betreuerin bei einer Bewerbung und erklärte uns, was absolute No-Gos wären. Wir sahen unsere Bewerbungsvideos an und besprachen, was gut war und was verbesserungsfähig wäre. Ein falsches Gespräch, welches sehr amüsant war, also ein vollkommenes No-Go, durfte natürlich auch nicht fehlen. Wir haben an diesem Tag sehr viel dazugelernt. Die vierten Klassen hatten Firmung und darüber erzählt uns jetzt Sophia. Am 27. April feierten die beiden vierten Klassen der NMS ihre Firmung. Dr. Magister Erich Linhardt spendete unsere Firmung. Es sind viele Verwandte, Freunde und unsere beiden Klassenvorstände erschienen. Wir feierten unsere Firmung in der Pfarrkirche St. Josef. Nach der Kirche wurde der restliche Tag zu Hause oder in Restaurants gefeiert. Es war ein besonderer Tag, der für immer im Gedächtnis bleiben wird. Und zum Schluss hören wir von Kathi über die Wienwoche der vierten Klassen. Die vierten Klassen waren vom 13. bis 17. Mai auf Projektwoche in Wien. Neben den unzähligen Aktivitäten gab es auch schöne Zimmer und jeden Tag Frühstück, Mittag und Abendessen. Den ganzen Tag über verteilt besuchten sie alle möglichen Sehenswürdigkeiten. Unter anderem den Donauturm oder den Dialog im Dunklen. Das Programm war sehr abwechslungsreich und hat den Schülern sehr großen Spaß gemacht. Und den Lehrern mehr oder weniger auch. Die Woche war ein voller Erfolg und ein spannendes Erlebnis. Und jetzt kommen wir zu den Terminen. Am 1. bis zum 3. Juli ist Projektwoche. Am 2. Juli ist Abschlussfeier der 4. Klassen. Am 4. Juli ist Wandertag für alle Klassen. Am 20. September ist Eröffnungsfeier des neuen Turnsaals. Das waren die Termine und jetzt gebe ich zurück ins Studio. Und dann noch eine Abschlussrede von den 4. Klassen, die nächstes Jahr am Radio Classroom nicht mehr teilhaben werden. Unsere 4 Jahre gehen nun zu Ende. Wir möchten uns noch einmal vom Radio verabschieden, welches wir seit 2 Jahren ständig betreuen. Jedes dieser 2 Jahre war ein voller Erfolg. Wir hatten Spaß daran, etwas Neues zu lernen. Diese Jahre waren wirklich toll und es wird auch so weitergehen. Vielleicht sogar besser als zuvor. Wir werden ab dem 5. Juli 2019 unser Radio an die nächsten 4. Klassen weitergeben. Diese werden das Ganze gleich wie wir jetzt betreiben. Die Grundsteine haben trotzdem wir gelegt und darauf sind wir sehr stolz. Es war uns wirklich eine Ehre. Habitäre. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch schöne Ferien und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. 85,1.